Hallo zusammen, heute gibt es von mir mal ein Tutorial zu Adobe Photoshop Elements Version 12, also diese Lite-Version. Und ich möchte ein ganz interessantes Feature vorstellen. Wer die Version CS, die teure Version kennt, der kennt vielleicht die Content-Aware-Fill-Funktion. Damit kann ich einen Bereich in dem Bild markieren, löschen. Photoshop errechnet dann anhand von der Umgebung, was in diesen gelöschten Bildausschnitt passt, füllt den auf und besagtes Objekt ist fast perfekt entformt. Jetzt in der Elements-Version gibt es diese Funktion nicht, dachte man. Aber man kann sie anwenden, weil der komplette Algorithmus für dieses Content-Aware-Fill ist enthalten. Und zwar, es gibt hier dieses Content-Aware-Move-Tool. Hier als Beispiel eine kleine Szene am Strand. Und jetzt will ich mal diese Person hier entfernen. Ja, und jetzt würde ich mal dieses Move-Tool verwenden. Da markiere ich einfach diese Person. Und dann kann ich sie wegschieben. Und diesen markierten Bereich füllt er dann auf. Jetzt ziehe ich die mal weg. Jetzt sieht man hier fast perfekt entfernt. Jetzt gefällt mir das noch nicht. Hier oben hat er das Wasser ein bisschen komisch gemacht. Da kann ich hier unter bei Healing nochmal ein bisschen nachregeln, dann berechnet er das neu. Solange bis mir das gefällt. Ja, schaut doch eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt das Problem. Er hat diesen ausgeschnittenen Bereich hier ins Bild eingefügt und kein neuer Layer draus gemacht. Das heißt, ich kann den nicht einfach löschen. Das wollen wir aber. Wir wollen dieses Element ja komplett entfernen. Deshalb gehe ich mal zurück, Undo. Ich mache die Selektion rückgängig. Jetzt zeige ich euch, wie man die wirklich wegbringt aus dem Bild. Dazu dupliziere mir erstmal meinen Hintergrundlayer. Mit STRG J geht es. Jetzt suche ich mir im Bild eine Stelle aus, die erhalten bleibt, wie zum Beispiel hier in der Mitte. Markiere wieder meine Person. Ziehe sie weg. Diesmal hat er das perfekt hingekriegt. Jetzt hier drüber sind nochmal Personen, die will ich auch wegbringen. Selektion entfernen, STRG D. Jetzt markiere ich diese Person. Ziehe sie ebenfalls hierher. Perfekt entfernt. Selektion entfernen, STRG D. So, jetzt wie kriege ich diese Person hier weg? Deshalb habe ich mir diesen Layer dupliziert. Jetzt erstelle ich hier eine Ebenenmaske. Da kann ich Durchsichtigkeit auf den Hintergrundlayer machen, was ja noch der originale ist. Weiß heißt undurchsichtig. Schwarz heißt da durchsichtig. Das ist also eine schwarz-weiß Maske. So, jetzt nehme ich hier einfach schwarz. Nehme hier Selektion, zum Beispiel Lasso. Selektiere einfach diesen Bereich. Nehme mein Füllen-Tool, fülle das mit schwarz. Und jetzt sind die Personen weg. Jetzt sehe ich nämlich hier komplett durch auf den Hintergrundlayer. Dieser Bereich soll ja erhalten bleiben. Jetzt habe ich mein Bild komplett ohne Personen. Jetzt müssen wir nur noch die Layer vereinigen. Das geht ganz einfach. STRG E. Jetzt haben wir ein einziges Bild. Die Personen sind weg. Perfekt entfernt. So, dann hoffe ich, ich konnte euch hier weiterhelfen und wünsche euch viel Spaß beim Nutzen von Content Aware Move. Ciao.